Hallo lieber Krebs, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder da bist oder schön, dass du mich gefunden hast, lieber Krebs. Das ist hier ein Video über die Liebe und Beziehung für die ersten 2 Monate im kommenden Jahr. Und ich schaue mir die Entwicklung in Bezug auf Liebe und Beziehung für dich an. Und hier geht es eben halt um das Sonnenzeichen Krebs, um Aszendenten Krebs oder wenn der Mond sich im Krebs befindet. Ja, ich schaue mir jetzt mal die Situation an, wie sich die entwickelt in Bezug halt auf Liebe und Beziehung. Ganz allgemein gesagt, egal ob Single oder eben halt Wunschpartner oder dass ein Partner schon in deinem Leben ist. Ja, ich schaue mir diese Entwicklung hier für dich an in den ersten 2 Monaten des Jahres 2023. Ja. Für die lieben Krebsgeborenen. Ich hoffe, es geht dir gut, lieber Krebs. Du bist bester Gesundheit. Das würde ich mir natürlich sehr für dich wünschen. So, die Karte wollte sich schon unbedingt zeigen. Aha, der Schlüssel, ja, da geschehen jetzt gewisse Dinge, die sich gleich hier zeigen wollen, mit Sicherheit. Mit dem Schlüssel sehe ich es aber auch immer so, ja, das ist das Thema für dich in den ersten 2 Monaten, dass du es eben halt für dich in der Hand hast. Der Schlüssel ist eben halt in der Lage, etwas abzuschließen, beziehungsweise etwas aufzuschließen, ja. Und der Schlüssel spricht auch vom Erfolg. Also mit dem, was du jetzt tust in Richtung Liebe und Beziehung, hat Erfolg für dich. Was kommt denn dazu? Da kommen die Gefühle dazu. Ja, die Fische sprechen von tiefen Gefühlen und auch was vom Thema der Seele, der Seelenverbindung, ja, dass da jetzt hier etwas wieder im Flow kommt. Davon sprechen nämlich halt auch die Fische. Die Fische sprechen nämlich auch vom Abtauchen und vom Auftauchen und das passt jetzt hier eben halt wunderbar mit dem Schlüssel zusammen, ja. Du bist ja ein Wasserzeichen, ja, Wasser sind Gefühle. Was ich hier nämlich auch wahrnehme, ist, dass du dich hier nicht in deinen Gefühlen verlierst. Ja, man steigert sich dann eben halt da ganz schnell rein. Also mir kommt hier etwas von deine Gefühle im Griff haben. Ja, sich da, wie gesagt, nicht irgendwie hineinsteigern in ein Gefühl. Bewusst ist dir die Schlange. Ja, die Schlange ist eine weibliche Person. Beziehungsweise spricht die auch von etwas, was sich in die Länge zieht und vielleicht auch schon in die Länge gezogen hat, ja. Und du eben halt auch so empfindest als kompliziert und schwierig, ja. Was ich aber auch sehe hier mit dieser Kombination ist, dass dir bewusst ist, dass die Situation, die sich jetzt ja hier noch zeigen will, beziehungsweise die Situation, in der du jetzt gerade bist, ja, aber auch eine unheimlich gute Heilungsentwicklung in sich trägt, ja. Die Schlange spricht eben halt auch von Heilung. Weiterhin, ich weiß ja nicht, welcher Krebs, also mit welchen Themen du als Krebs jetzt hier zuschaust, ja. Kann es eben halt auch schon sein, dass du genau weißt, dass wenn du dich jetzt hier in, oder dass du dieses Thema und Gefühl eben halt kennst, dich in deinen Gefühlen zu verlieren, dann ist dir jetzt mittlerweile bewusst, dass du da rausgehen darfst und gewisse Situationen oder eine Situation mit dem Verstand sehen darfst. Ja? So. Da haben wir es nämlich schon, ja. Da haben wir den Turm hier im Unterbewusstsein. Und der Turm heißt nämlich Grenzen setzen, Verantwortung zu übernehmen, ja, eine Haltung zu zeigen und eben halt hier genau das nämlich eben halt hier war, wirklich mit dem Turm, ja, wie soll ich es jetzt mal nennen? Also dich eben halt nichts zu verlieren. Ja, also dich eben halt hier unter Kontrolle, jetzt habe ich das Wort, unter Kontrolle zu haben. Ja, das scheint dir vielleicht noch nicht so ganz zu gelingen, aber da ist schon ein guter Ansatz für dich. Ja, was nimmst du denn aus der Vergangenheit mit?
Okay, du nimmst aus der Vergangenheit einiges an Misstrauen mit, aber auch, dass entweder du oder dein Gegenüber sich auch immer wieder mal so, ne, von dannen gemacht hat, weggeschlichen hat. Hier kann es auch gut eben halt um Unehrlichkeiten gehen. Ja, vielleicht bist du auch belogen und betrogen worden. Und das haftet quasi eben halt noch an dir aus der Vergangenheit, aber will sich ja jetzt hier irgendwie wandeln. Also das ist auf jeden Fall das, was du aus der Vergangenheit mit ins neue Jahr mitnimmst. Ja, ist jetzt nicht gerade besonders schönes Paket. Vielleicht ist hier halt auch jemand strategisch unterwegs gewesen. Das kommt mir auch noch in den Sinn. Ja. Genau, was kommt denn als nächstes auf dich zu? Super, da haben wir die Möglichkeiten, die Chance, die sich dir bieten möchte. Deswegen kam mir nämlich gerade schon so das Gefühl eben halt auf, ja, jetzt hier in Verbindung mit dem Fuchs halt auch, ja, das zu begradigen, will ich mal sagen, ja. Also, dass hier etwas, was da schiefgelaufen ist in der Vergangenheit, sich dir Chancen in nächster Zeit, also in den ersten 2 Monaten bieten, zeigen. Ja, was eigentlich? Ich wollte jetzt sagen, zu kommunizieren, aber das sieht man hier noch gar nicht. Eigentlich eher bekommst du die Chance, dich so, wie soll ich mal sagen, die Chance, etwas in die Hand zu nehmen. Sowas, mir kommt was von emotionaler Balance, aber schauen wir erstmal weiter, ja? Schau mal hier, du liegst auf deinem eigenen Hausplatz, ja? Du bist also auch hier die Dame, ja, egal ob du Krebsdame oder Krebsherr bist, du bist auf jeden Fall hier die Dame und du liegst an deinem eigenen Platz. Also dir ist da eben halt schon ganz klar, ja, klar, mehr halt auch womöglich hier in deine Weiblichkeit zu kommen. Du bist ja generell halt auch ein weibliches Tierkreiszeichen. Und vielleicht bist du auch hier und da echt zu aktiv unterwegs gewesen, also eben halt auch emotional zu aktiv unterwegs gewesen, ja. Und ja, und da scheint es eben halt, dass du dich jetzt irgendwie einbringen kannst, als wenn du deinem Gegenüber sagen wolltest, ich kann auch anders, ja. Also ich kann hier nicht nur so emotional unterwegs sein, sondern ich bin also auch schon sehr gut in der Lage, über Gefühle zu reden und nicht in meinen Gefühlen zu zerfließen. So kommt mir das hier rüber. Was kommt denn im Außen auf dich zu? Und da kommt was sehr Schönes auf dich zu. Hier will wirklich das Glück kommen, die Positivität kommen. Hier kommt etwas. Das ist auch eine Erfolgskarte. Auf jeden Fall die höchste Glückskarte hier in meinem Kartenblatt. Hier will also wirklich Glück und hier ist das kleine Glück, hier ist das große Glück. Also was sehr, sehr Schönes auf dich zukommen. Was ist es denn, was hier an Befürchtungen sind? Hier nehme ich wirklich ehrlich gesagt ganz glasklar wahr mit dem Hund. Das habe ich hier im Laufe meiner Beratungstätigkeit häufig bei Krebsen festgestellt und ich weiß es halt auch von der Astrologie des Krebses her, dass die ganz gerne mal so in die Erwartungshaltung gehen. Ja, vielleicht befürchtest du das sogar bei dir selber, vielleicht spürst du das halt auch, dass das noch inne ist bei dir, ja, dass du zu sehr Erwartung an dem anderen hast, dass er auch in die Emotionen gehen darf, soll. Und ich meine jetzt natürlich das Pendant dazu, ja, hier ist das Misstrauen, hier ist das Vertrauen, kann ich halt auch wieder vertrauen. Das sehe ich natürlich hier in dem Hund auch ganz eindeutig. Und hier ist die Unaufrichtigkeit und hier ist die Aufrichtigkeit. Und auch da liegt die Befürchtung, geht es jetzt ehrlich weiter, ja. Das ist noch nicht so ganz gewiss, zumindest nicht in den ersten 2 Monaten, lieber Krebs, ja. Da bedarf es ja, der Geduld mit dem Buch, beziehungsweise darf sich das Buch eben halt auch öffnen. Du darfst dich da womöglich halt auch nochmal öffnen, aber sachlich kommt mir eben halt hier rüber. Und es ist so, es könnte hier für dich eine Prüfungssituation eben halt auch sein.
Beziehungsweise in den ersten 2 Monaten wird in Bezug halt auf deine Liebe und Beziehung etwas noch nicht ganz spruchreif sein. Wir sind aber auch noch so zu Anfang des Jahres. Ich schau mal, wie sich das jetzt hier für dich weiterentwickelt. Hier haben wir ganz viel Verstand, Verhalten und Gedankensmuster liegen, die eben halt hier transformiert werden wollen. Ja, das passt dann auch schon mal sehr gut, wie es weitergeht hier mit dem Buch. Also da nehme ich wirklich das Lernen und die Prüfung nämlich wahr. Und da darf auf eine ganz andere Schiene weitergegangen werden. Ja, hier heißt es eben halt ganz eindeutig, beende etwas, was mit deinen Gedanken und Verhaltensmustern zu tun hat. Und womöglich ist es eben halt auch so, deswegen kam mir nämlich auch hier die Weiblichkeit rüber. Ja, die weibliche Seite ist eher passiv, nicht aktiv, ja. Und das Krebszeichen ist ein kardinales Wasserzeichen. Und kardinal heißt, ich gehe vorwärts, ich presche voran, ja. Und emotional eben halt. Und das ist das, was ich ja eben halt hier nämlich schon gespürt habe. Dass du vielleicht dein Gegenüber zu sehr mit Emotionen überschüttet hast, ja. Und das darfst du, wie soll ich mal sagen, verstehen, ja, dass zu viel des Guten, ja, mir kommt gerade so rüber, dann ertrinkt der andere, ja, und weiß gar nicht mehr so richtig wohin und geht eher eben halt zurück, anstatt auf dich zu, ja. Siehst du, ich kriege direkt einen kleinen Husten. Also geh hier in deine Weiblichkeit, ja? Lass den anderen hier männlich, ja? Mit der Sonne auf dich zukommen. Männlich, weiblich, je nachdem, ja? Auch Frauen können ja eben halt recht männlich sein, ja? Wenn es hier um das Außen geht, ja? Da war ich jetzt zugange. Ja, hier habe ich noch eine ganze Menge an Unklarheiten liegen und ja, hier habe ich 2 Angstkarten. Hier haben wir auch das Pendant liegen von Klarheit und Unklarheit. Ja, und ich nehme hier ganz stark wahr, dass du so Träumereien und Wünsche, die du da hast, ja, die darfst du erstmal ein Stück weit zurücknehmen. Wie soll ich mal sagen, mit den Wolken, die da liegen, da kommt mir so eine Energie rüber. Es ist ja interessant, also ich arbeite ja mit den Mäusen mit 2 Seiten. Und ich hätte mir das natürlich jetzt hier für dich umgekehrt gewünscht, ja, dass Unklarheiten mehr rausgeht und mehr Klarheit kommt. Jetzt haben wir das aber eben halt so liegen, ja, dass eben halt weniger Klarheit kommt oder weniger sich deine Wünsche, deine Träume, deine Träumereien vielleicht halt auch Vorstellungen, die du eben halt auch hast, in puncto einer Beziehung, in puncto eben halt deines Gegenübers, ja, die dürfen rausgehen. Also, Vorstellungen dürfen rausgehen, aber dann haben wir hier eben halt die Mehrseite der Wolken. Und irgendwo so wirst du das eben halt genau spüren. Und das hat hier irgendwas mit einem, ja, ein Verhaltensmuster eben halt zu tun, ja. Das, ich nehme hier was von zu viel des Guten eben halt auch wahr, ja. Da ist der andere irgendwie überfordert, habe ich so das Gefühl, ja. Und da du das aber irgendwie hier so spüren wirst, dass sich so manche Vorstellungen zumindest in den ersten 2 Monaten, ja, das dürfen wir ja nicht vergessen, dass wir das eingekreist haben, in den ersten 2 Monaten sich noch nicht so darlegt, wie du dir das so vorstellst, werden auch deine Befürchtungen, deine Besorgnis wieder größer werden, ja. Aber denk daran, das ist eines deiner Muster. Ja, das ist eines deiner Muster, die eben halt hier transformiert werden dürfen, ja. So, da haben wir hier, hab den Mut dazu, will ich mal sagen, ja, hab den Mut dazu, in die Geduld zu gehen, ins Abwarten zu gehen, in dir nochmals anzuschauen, um welche Verletzungen geht es da jetzt eben halt im Einzelnen für dich, ja, was
was holt der andere, also was spiegelt dir der andere, was holt der andere dir vom Innen ins Außen, worum du noch nicht weißt, lieber Krebs, ja? Vielleicht möchtest du hier zu stark, siehst du, das kommt mir schon wieder so rüber, da ist irgendwie ein zu starker Wille und damit wirst du irgendwie nicht weiterkommen. Also mit dieser Denke, mit diesem Vorgehen wirst du nicht weiterkommen, ja? Und sei dir bewusst, ja, dass es hier eine alte Verletzung ist, ja, vielleicht mit einem Ex-Partner, oder eben halt auch aus deiner Ursprungsfamilie, dass hier ein Thema aus deiner Ursprungsfamilie ist, ja, wo etwas an Glaubenssatz in dir rührt. Na, das hat ja eben halt dann hier mit der Verletzung zu tun, dass das eben halt gar nicht der andere ist, sondern eben halt etwas in dir ist, was du vielleicht eben halt noch nicht so ganz entdeckt hast, was vielleicht auch noch hier eingeschlossen ist mit dem Turm. Ja, da schau an, hier wollen positive Nachrichten kommen, hier will positiver Austausch kommen, hier wollen größere Veränderungen kommen, ja, und vor allen Dingen möchte hier eine verbesserte Situation in deiner jetzigen Situation kommen, ja, also hier will auch eine Einladung kommen, vielleicht wirst du eben halt auch eingeladen von deinem Gegenüber. Und das erfreut dich schon eben halt sehr, ja. Und da darfst du dich eben halt auch drüber freuen, weil ich hier diese Stimmung der Freude und der Verbesserung eben halt hier schon liegen habe, ja. Womöglich werdet ihr hier bei dem Treffen über Möglichkeiten, wie ihr gemeinsam die Situation bewältigen könnt, besprechen. Hier wird es eben halt einen Aufschwung geben. Hier habe ich auch nochmal das Treffen eben halt auch hier liegen und da wird auch eben halt über neue Wege gesprochen und wie geht es denn jetzt da mit uns weiter und vielleicht kommt eben halt auch von dir etwas sowas wie, ja, also auch mir ist irgendwie klar geworden, welchen Anteil ich daran habe. Denn du hast ja auch den Schlüssel da liegen, ne? Du hast es eben halt auch in der Hand, eben halt dich deinem Gegenüber anders zu zeigen als sonst, ja? Genau. Ja, guck mal hier. Hier will es auf jeden Fall weitergehen. Hier ist die Fügung an deiner Seite. Da bedarf es womöglich wirklich der Vergangenheit loszulassen. Hier habe ich so dieses gemeinsame Arbeiten an der Partnerschaft liegen. Und hier habe ich doch schon wieder sehr viel Hoffnung für dich liegen. Ja, also das, was gewesen ist, darf in der Vergangenheit bleiben. Und das, was kommt, darauf darfst du dich freuen, lieber Krebs. Schau, da ist dein Gegenüber. Und hier haben wir noch so ein bisschen Missstimmung liegen, also schon hier das Entgegenkommen auf jeden Fall, ja, die Harmonie habe ich hier liegen, aber mit dem Berg habe ich noch auch so ein bisschen noch die Frust für dich hier liegen, also auch Verzögerung, also so ganz dieses Yippie-Yay-Yay und diese freudige Stimmung habe ich hier noch nicht so ganz liegen, ja. Aber wie gesagt, bedenke, wir sind ja jetzt in den ersten 2 Monaten. Ach, ach, Herzstörche, Ring, das wandelt sich wirklich hier so zum Positiven für dich. Bleib ganz ruhig, lieber Krebs. Und hier will sich alles in Bezug auf Liebe und Beziehung wandeln. Ja? Hier werden ganz, ganz intensive Gespräche stattfinden, tiefgründige Gespräche stattfinden. Hier wird man womöglich halt auch über die Ängste sprechen, die man eben halt dem Gegenüber hat, ja. Also du wirst das womöglich kommunizieren, weil der Schlüssel eben halt auch da gelegen hat als erstes, jetzt weiß ich gerade gar nicht, du warst doch als, du liegst ja hier, genau, brauche ich gar nicht gucken. Richtig, der Schlüssel lag da, brauche ich gar nicht weiter hier zu wühlen, ja. Du hast es hier in der Hand eben halt hier mit deine Bedürfnisse, also das, was du benötigst, ja, eben halt zu äußern.
Aber eben halt nicht, so wie ich hier wahrgenommen habe, mit Sterne und Mäuse, so, ich übertreibe jetzt mal, ja, jetzt sage ich dem gegenüber 20 Sachen und das brauche ich und das wünsche ich und das ist für mich notwendig, ja, sondern fisch dir eher mal so vielleicht ein, zwei Dinge eben halt heraus, ja, kleine Schritte. Und die bringen erstmal an, sodass der andere auch nicht hier überfordert ist. Das kann das nämlich halt auch sein. Er oder sie mag dich ja halt auch unterstützen und ist hier auch voller Leidenschaft in deine Richtung. Aber irgendwie geht alles eben halt nicht auf einmal. Und das ist das, was ich hier die ganze Zeit wahrnehme. Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Ja, und da geh doch mal so ein bisschen vom Gas und nimm dir, wie gesagt, ein oder zwei Wünsche oder Bedürfnisse vor. Damit fährst du viel besser. So, eine Botschaft vom Herzengel gebe ich dir noch gerne. Die ersten, da ist schon eine rausgefallen, aber die möchte ich nicht. Nicht, weil sie mir nicht gefallen hat, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, die war das nicht. Weil ich die auch gar nicht so wahrgenommen habe hier. Ah, das wäre zu viel. Ja, genau. Da haben wir die 22 mit der Zeit. Überprüfe, mit wem du deine Zeit verbringst. Ja, mit der Zeit hatte ich jetzt erstmal wirklich wahrgenommen, auch dem Ganzen eben halt auch Zeit zu geben. Klar, überprüfe, das sagt eben halt auch das Buch, ja. Überprüfe, mit wem du deine Zeit verbringst. Das hat natürlich halt auch noch mal so die Energie von, bin ich da überhaupt noch richtig, ja? Aber ich habe dennoch hier so das Gefühl, nichts von zu übereilen, ja? Sondern hier ist ja auch erstmal die Überprüfung, bin ich da noch richtig? Und da ich hier sehr, sehr positive Veränderungen für dich sehe, ich möchte dich jetzt nicht in irgendeine Richtung Entschuldigung, in eine Richtung drängen, ja. Aber ich gebe dir nur letztendlich hier mit auf den Weg, dass hier die Botschaft für dich liegt, dass hier sehr, sehr positive Veränderungen in Liebe und Partnerschaft kommen. Und dieses Überprüfen, ja, ist halt auch so dieses, ja, mir kommt da auch noch mal, welchen Anteil hatte ich da eigentlich an dieser ganzen Situation? Ja, okay. Dann noch eine weitere Botschaft für dich für die ersten 2 Monate. Januar, Februar 2023 für die lieben Krebsgeborenen. Dankeschön. Da haben wir den Orbs. Verborgene Welten, Spirits und Staunen. Du wirst von Wesen aus höheren Dimensionen licht- und liebevoll begleitet. Öffne dich für die spirituelle Welt, für die Welt der Engel und geistigen Wesen, für die Energieform hinter der sichtbaren Realität. Meditiere, öffne deine feinstofflichen Sinne, verbinde dich wieder mit allem. Gegenwärtig gibt es so viel Positives und Segenvolles. Jetzt kommt mir auch ganz deutlich rüber, wieso die Mehrseite der Wolken da ist. Das ist auch die geistige Welt, das ist die Anbindung an oben, an die geistige Welt, an die Engel. Ja, verbinde dich damit. Vielleicht bist du halt auch hier schon dabei zu meditieren und wenn du meditierst, findest du auch Antworten in dir. Ja? Und das empfiehlt hier die Karte dir. Also mehr den Sinn eben halt auch dahinter zu sehen, ja, den Sinn in dieser Verbindung, ja. Okay. Okay. Ups, ja, geht aber schnell hier. Okay, da haben wir einmal die riskante Versuchung, der Schein trügt. Und dann haben wir die Freundschaft, pflegt die Bande der Freundschaft.
Ja, vielleicht bist du halt auch hier in der Versuchung, ja, in so alte Schienen zu gehen. So kommt mir das hier rüber, ja. Und hier ist schon der Hinweis, der Schein trügt. Aber ich bekomme hier irgendwie mit der riskanten Versuchung etwas rein. Das nämlich die Versuch, dass du versucht bist, eben halt in dieses Alte zu gehen. Das kommt mir hier wirklich rüber. Der Schein trügt. Das wäre irgendwie was Altes, ja? Der Schein trügt. Und mit der Freundschaft nämlich hier war, das haben wir ja halt auch hier liegen, ja, das kann dann schon auch deine Befürchtung sein, je nach Situation, in der du bist, ja, dass es eben halt in eine Freundschaft übergeht, beziehungsweise, dass du vielleicht erstmal so diese Ebene der Freundschaft suchst, um dann erstmal zu schauen, eben halt, wie entwickelt es sich. Und es entwickelt sich sehr positiv für dich, lieber Krebs. Bleib in deiner Weiblichkeit. Der Mond hier zum Schluss, ja, das ist ja auch dein Planetenherrscher, der Mond. Das ist ja eben halt hier das sehr Emotionale. Und bleib in der Weiblichkeit, also eher so in der Zurückhaltung. Lass die Dinge auf dich zukommen und sie kommen ja hier auf dich zu. Dein Gegenüber will ja dir entgegenkommen und wieder Balance und Friede zwischen dir haben, je nachdem, ob es da bei dir Streit gegeben hat. Ja, und also sieh das jetzt nicht allzu, ja, negativ, wenn man das so sagen kann. Ja, bleib in der Positivität. Lieber Krebs, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Botschaft für die ersten 2 Monate helfen konnte. Ja, dass ich dir vielleicht die ein oder andere Frage beantworten konnte. Und das würde ich mir natürlich für dich wünschen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Alles Liebe und Gute für dich, die Tina.